Guten Tag aus Goslar. Hallo. Ja, wir sind hier in Goslar auf dem Schützenplatz und schauen uns heute wieder an, wie weit die Aufbauarbeiten weiter vollzogen wurden. Ja, wir haben so gegen 15 Uhr. Und die letzten Tage, da waren wir ein bisschen gehandicapt. Einerseits war das Wetter nicht so optimal, war andererseits sind bei uns Bauarbeiten in Hahnklee, wo die Zufahrt zu unserem Grundstück ja nicht gegeben war, weil die Straße erneuert wird. Wir besitzen nicht mal mehr einen Bürgersteig. Ja, genau. Und das Loch vor unserem, dieser ganze Graben vor, direkt vor unserem unserem Gebäude, ja, das ist ja, so, vielleicht sogar knietief von, ja, also, von der Asphaltschicht es, oben es her heißt, gesehen. Es sollte 70 cm ausgebaggert werden. Wir machen werden. Euch ein Foto, stellen das mal ein. Damit das mal sehen können. Genau. Jo. Und deswegen kommen wir schlecht vom Hof. Und wenn die uns dann abends freundlicherweise einen Damm bauen, ja, dann ist die Sache eigentlich schon gegessen. Ne? Ja. Und wir haben ja auch noch ein anderes Leben, wo wir selber Geld verdienen. Und das heißt, wir sind dann zu Hause angekettet, da können wir nicht mehr los. Mhm. Es ist der 21.06. übrigens. Wir haben jetzt hier 22 Grad und gerade mal so ein Loch zwischen Regenschüben erwischt. Und es ist ganz viel dazugekommen. Das sehen wir uns jetzt mal an. Ja. Und dann wollte ich noch was sagen. Es gibt eine Menge Leute, die schreiben Kommentare unter unsere Videos. Das finden wir richtig gut. Also da schreibt zum Beispiel jemand, dass er uns grüßt, weil er uns kennt. Oder jemand bedankt sich, dass wir das hier machen. Und das freut uns total. Und, oder dass er sich freut oder sie, uns wiederzusehen. Und es gibt dann auch manchmal, dass jemand uns korrigiert, weil wir was falsch gesagt haben. Und das ist richtig gut. Ja. Ja? Na, deswegen wäre es auch gut, wenn ihr den Kommentaren unter unseren Videos Aufmerksamkeit schenkt. Hier ist wohl alles schon in trockene Tücher. Ja, toll. Ja. Und es gibt manchmal auch Leute, die sich das Video ansehen und die mehr wissen als wir. Wir sind ja durch unsere Jobs ziemlich eingebaut, kann man sagen. Ja? Also wenn wir hier erstmal ein Studium machen müssen, das können wir natürlich machen. Wir können uns bis ins Detail informieren. Dann bleibt aber leider keine Zeit mehr, dass wir hier Filme mit euch machen. Dann machen wir es da lieber so. Wir entdecken mit euch zum Beispiel dieses oder anderes. Wenn wir was sagen und ihr wisst mehr über etwas, dann schreibt das unten in die Kommentare. Das hilft allen. Oh. Gehen wir mal rüber hier kurz zum Klassiker. Alles gewienert, alles geputzt. Ja, so ein paar. Wir haben jetzt, heute in 7 Tagen geht's los. Gucken. Haben wir auch Ton? Ja, wir haben Ton, das ist schön. Ich musste noch mal kurz gucken, weil ich vorhin was umgebaut habe, ja. Wir wollten eben beim Lindenhof parken und das ist jetzt schon abgesperrt. Ja, also auf eine Woche vorher. Ja, alles auf der ganzen Länge, wo das Schützenheim ist. Das haben die sich jetzt schon gleich alles reserviert. Ja, hier ist auch alles ziemlich fertig. Da ist ja wirklich gigantisch, das Ding. Ja. Ja, in einer Woche geht's los. Man glaubt's nicht, ne? Das musst du dir überhaupt erstmal anschaffen. Also ich bin jedes Mal, ich bewundere die Menschen, welcher Kampfgeist da wohl hintergesteckt haben muss, ja, um sich sowas alles anzuschaffen. Ja, wirklich echt irre. Naja, lass uns mal weiter. So. Guck mal, da brauchst du eigentlich auch noch die Stühle auseinanderstellen. Ja. Und dann kann schon, wieso hatten wir eigentlich auf nächsten Freitag? Wir sind doch eigentlich fast fertig. Ja. Ja, lieber zu früh als zu spät. Ne? Wir könnten doch eigentlich schon mal heimlich aufmachen, oder? So als Testbetrieb. Genau. Inside. Ah, hier eine Mini-Rutsche.
Wirklich Mini? Naja. Nadine hat ja auf dem Spielplatz das Mini. Ja, guck doch. Ja, die nicht. Doch, doch. Och, die ist ganz schön ausgewachsen. Doch, gucke. Das ist eine Mini-Rutsche. Hier. Eine Mini-Rutsche. Für Minis. Gibt es hier so eine Art Knirpsometer oder darf man in jedem Alter damit runterrutschen? Naja, also es gibt eine Vorgabe. Das ist, sag ich mal, die räumliche Breite des Gesäßes. Da werden vielleicht ein paar Personen dann zwei Bahnen benutzen müssen. Das ist ja für Kinder, oder? Ja, natürlich ist oder, es für Kinder. Oder auch für schlanke Elternpopos. Oder, ich meine, man muss ja nicht unbedingt Eltern sein, oder? Ja, hier ist noch. Die Geisterbahn wird das. Ja, ja, das ist die Geisterbahn. Ah, die haben ganz schön Löcher zu überbrücken. Ja, diese ganze Stelle hier auf dieser Seite des Platzes ist ganz schön, ja, erstens abschüssig. Oh, Ghost. Ja, erstens abschüssig ist es. Das muss ja austachiert werden. Und dann gibt es ja diese Schlachlöcher immer drin. Naja, dafür haben die aber ihr Material mit. Und jemand hatte übrigens geschrieben, weil es gibt ja immer wieder, dass es heißt, so, dieses Jahr haben wir Geräte neu und so. Ne? Und da hatte jemand geschrieben, das war schon mal in Goslar. Also die ganze Sache ist wohl so, dass es rotiert, damit es nicht langweilig wird. So, hallo. Hallo. Auf dem Dach noch was machen müssen. Ja, die Glühbirnen. Ja, oder sind ja keine Glühbirnen. Zum Beispiel. Oh. Schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Der klingt hallo. Ja toll. Der klingt toll. Was brauche ich auch? Das kommt vielleicht jedes Mal dann, wenn jemand was gewonnen hat. Ja. Sebastians Auto bauen anstatt Hupe. Guck mal, auch wieder so ein toller Wohnwagen. Ja, warte. Sind die nicht, ist der nicht klasse? Ja, die sind so aerodynamisch. Das Einzige, was ich hier jetzt ein bisschen, die haben ja nur so ein kleines Kuckloch auf der Seite hier, wo Licht reinkommt. Vielleicht können die das noch hochklappen. Okay. Aber irgendwie, ich sehe nur ein so ein kleines Kuckloch. Ach, das wird von drin schon ganz toll oder sein. Von der anderen Seite. Und obendrauf, ist das eine Klimaanlage? Ja, das wird wohl Klimaanlage fantastisch sein. Fantastisch. Ja, und Fernsehen. Und das vorne, und so. Ist das für Fernsehen, ja? Ja, vermutlich. Super. Ja, das sind schon tolle Teile. Naja, guck mal, wenn du monatelang in der Gegend rumfährst, naja, ist es, wie soll es dir denn dann gehen? Wie eine Maus in der Schachtel? Die schaffen sich ja das nicht für ein paar Monate an. Die Schausteller und hier, die machen das ja über Jahrzehnte. Ja. Und das ist natürlich ja, ihr Zuhause. Ne? Also manche haben ein Winterquartier, ne? Ja, ja. Wo sie dann auch ihre Gerätschaften anmalen und warten, ja, oder was austauschen. Aber es gibt auch welche, die ums ganze Jahr rum. Naja, wenn du Weihnachtsmarkt hast zum Beispiel. Ne? Ja, hier, das wurde uns auch erklärt. Ja. Das wird auch eine spannende Geschichte. Und wenn es fertig ist, dann gehen wir mal rein. Ich glaube, wenn wir da jetzt reingehen, nee, die sind da noch am Machen. Ne? Ja, das mag man. Das finden die nicht gut. Das mag man nicht. Wir wollen ja hier auch keinen provozieren. Ja. Ja, das muss alles einsortiert werden. Ah, hier die Löwenbrezel. Taler hier. Die werden mich dieses Jahr wiedersehen. Die in Brighton, die Palace Piers. Ich habe eben gerade schon gesagt, die Löwenbrezel hier vor uns. Die werden uns dieses Jahr wiedersehen. Das ja. Letztes Jahr waren die ein bisschen versetzt, oder ja, nicht? Nee, links Ach, daneben. Nee, da war was zu trinken. Ne? Genau, links daneben, Getränke. Das war so eine Art Schwarzwaldstübel. Ja, aber diese Asianudel-Sache hier, die stand da, glaube ich, nicht. Nee, die waren weiter höher. Hallo? Alle sehr freundlich. Ja. Ja, die ganzen Schausteller, denen man hier mal so über den Weg läuft, alle sehr freundlich. Wisst ihr, der hier vorne zum Beispiel? Wow. Der Anhänger hier, der hat vorne so eine Panoramascheibe drin. Wenn der andere das mal nicht auch hat, ja, aber man dann kannst du es vielleicht hochklappen, ja, oder so. Ja, und hier sieht man schon wieder andere. Hier ist schon Fenster. Ja, schon toll. Ja, wirklich toll. Ja.
Da ist richtig Platz drin. Ja, aber die, naja, hier, die sind schon lange fertig. Ja. Ja. Ja, die haben sich da ein ganz geniales Fahrgeschäft kreieren lassen. Ja. Ah ja. So, hier hat sich auch was getan. Es hat sich ganz viel getan. Ja. Hier auf der linken Seite hier sind ja dann wieder diese, wo man hier was trinken kann. Da wird noch mal jedes Glas hochpoliert, ja. Obwohl die das beim Einpacken wahrscheinlich auch gemacht haben. Ja. Mandelhaus. Bauernschenke zur linken, ja. So, und hier bleibt es spannend. Big Splash. Ja, ich mag schon gar nicht was über Wasser erzählen. Wir warten besser ab, bis dann wirklich was mit Wasser zu sehen ist. Ja, also das ist noch eine Überraschung. Rübergehen, damit man mal sieht, wie so eine. Vielleicht schaffen wir es sogar innerhalb dieser Schützenfestwoche nach Hannover zum Schützenfest zu fahren und da auch einmal mit euch rüber zu gehen. Ja. Diese beiden Schützenfeste finden zeitgleich statt, was ich eigentlich ein bisschen schade finde, weil das beides großartige Feste sind. So, dann guckt euch das mal an. Wenn der Untergrund nicht stimmt, stimmt der Rest auch nicht. Das muss alles ganz genau ausgerichtet werden. Hallo. Linda, kann ich Ihnen helfen? Nee, wir, total nett, wir machen gerade ein Video für YouTube. Genau. Ach so, dann ist gut. Ja, ja. Okay. Aber wenn wir Fragen haben, kommen wir sehr gerne. Ich vielen Dank. Ich sein können, dass Sie irgendwas wissen wollen. Danke. Danke. Seht ihr, das ist, was ich meine. Die kommen auch von sich aus und sagen, können wir irgendwie helfen. Ich habe eure Videos damals geguckt. Hallo. Ha? So, wie ist mal geguckt? Ah, ja. Wie ist mal geguckt? Oh, toll. Ja, danke. Ja, wir sind heute schon angeschrieben worden. Wann geht ihr wieder beim Schützenplatz? Und jetzt wird bei uns gerade vorne vorm Haus. Hey, jetzt kennen wir uns. Ich habe die Videos geguckt gehabt. Ach so. Ihr Sohn? Nein. Nein. Er ist gestern zu meiner Frau gekommen und hat gesagt, er würde sich gerne ein paar Mark verdienen. Oh. Ja. Für junge Leute, die. Ja, das wollen. Stimmt. Ja, das stimmt. Das hat hier geredet, kam um 2 Uhr an. Ich bin da, der Frühstück. Ja, toll. Und das ist mal ein guter Junge, das könnt ihr mit der. Sehr gut. Prima. Ich hab das gehört. Maurice. Jo. Ja, also jedenfalls, wir haben es gerade ein bisschen schwer vom Hof zu kommen. Wir setzen nachher mal ins Video Fotos rein, wie es vor unserem Haus aussieht. Wir besitzen nicht mal mehr einen Bürgersteig. Ja. Und kommen mit dem Auto nicht vom Hof. Ja? Und jetzt hat man uns so eine, ja, wie soll man sagen, so einen Damm gebaut. Mhm. So, und haben wir gesagt, so jetzt los, ne? Ich habe auch letztes Jahr auf Schützenfest gesehen direkt. Ja, schön. Aber ich habe dich angesprochen. Einfach tun, ne? Dann ich war ein Breakdancer. Auch jetzt, du bist jetzt auch mit im Video. Hast du da gearbeitet auf dem Breakdancer letztes Jahr? Einfach Gast. Du warst einfach Gast. Ja, ja. Ja, fiebern ja auch viele drauf zu. Man muss es ja auch genießen, ja? Ja. Eine Woche und dann wieder ein Jahr warten. Ja, das Gute ist, ich weiß halt ein paar Sachen zu den Fahrgeschäften, das Ding. Erzähl uns. Achso, du arbeitest jetzt gerade hier. Ja, das Ding halt. Wenn du uns wieder siehst, komm doch mit uns die 100. Also erzähl uns so ein paar Sachen. Weißt du, wir machen beruflich was ganz anderes. Ja. Ne? Und wir sind natürlich dankbar um Leute, die was so im Detail erzählen können. Ne? Ich mach's halt nur freizeitmäßig, aber ich weiß auch nicht so viel. Ich weiß nur die groben Details jetzt. Ha? Zum Beispiel Schaustellernamen und so weiter. Aber ja, also wenn jeder ein bisschen was mit reinbringt, auch in Kommentaren zum Beispiel, dann wissen alle viel mehr am Ende. Ne? Wir ziehen weiter. Das Ding ist 64 Meter hoch. Was? Das da? Ja. Hast du das gehört? 64 Meter hoch. 120 km/h schnell und 32 Personen können das haben. 32 Personen? Und wie schnell? 120 km/h. 120 km/h. Ungefähr 4G ungefähr. Braucht man Nerven für, ja? Also was für junge Menschen und nicht für uns. Dann hast du bestimmt das eine Video auch gesehen, wo ich gesagt habe, dass in Dubai das größte Riesenrad der Welt steht. Ja. Mit einer Höhe von 250 Metern. Unvorstellbar, oder? 250 Meter ist, glaube ich, ein bisschen viel. Ja. Ich glaub, aber es funktioniert ja auch nicht mehr. Ja, gut.
ist dieses, was am Strand steht, glaube ich, direkt, ne? Ja, ich habe es gesehen. Es ist nicht weit vom Wasser. Ich glaube, es ist 150 vielleicht. Ich habe es nur abgelesen. Na gut, wir ziehen weiter. Ja, mach's gut. Ja, tschüss. Also, wir sehen uns. Wir sehen uns. Tschüss, Maurice. Ja, tschüss. Schönen Tag noch. Dir auch, danke. Gaudi Max. Kannst du dir Schützenfest Goslar ohne Jaguar vorstellen? Nein. Es nee, ich auch nicht. Es gibt kein Schützenfest ohne Jaguar Express. Gibt gar nicht. Gaudi Max. Was soll das sein? Ja, ist so eine Art Irrgarten. Ah. Ja, so eine Art Labyrinth. So sieht's aus. Und das ist dann auch anders als im letzten Jahr. Ja, siehst Jahr. Du, steht ja dran, Glaslabyrinth. Letztes Jahr war irgendwas mit Wasser, ne? Ja, das war aber kleiner. Das war das nicht. So. Es gibt ja Leute, die sind ja sogar schon verzweifelt, ne? Die mussten rausgeholt werden. In so einem Labyrinth. Ja. Ja, mein Vater ja auch. Wenn man den mitgenommen hat, irgendwie in Urlaub oder so, man ist irgendwo durch die Stadt gegangen, den brauchtest du nur einmal im Kreis drehen, der wusste nicht mal, wo er war. Ja, für sowas gibt es Schlüsselpieper. Hängst du dran, findest du wieder. Pfeifst du und dann pfeift das Ding zurück, hast deinen Vater wieder. Genau. Ja, es ist Menschen. Es gibt manche Menschen, die haben keinen Orientierungssinn. Aber dafür gibt es ja heute Smartphones mit Navi und all so ein Gedöns. Was haben wir hier? Ja, warte, warte. Wird das kann doch nicht. Warte mal. Das wird auch nur ein Autoscooter werden. Aber da steht doch schon einer, oder nicht? Nein, da ist ja der Jaguar. Das gehört zum Jaguar? Ja. Alles klar, okay. Ja, das ist der Jaguar Express und letztes Jahr und war das hier wird ein Autoscooter. Wird hier auch so ein Autoscooter werden. Ja. War auch, das ist gut für all die, die keinen Führerschein haben oder keinen mehr haben. Oder noch üben. Hier da hinten, guck mal, auch wieder so ein tolles Teil an Wohnwagen. Ja. Sind das drei Klimageräte obendrauf? Ich vermute mal. Irre. Ja. Hier. Wollen wir mal, wir müssen sowieso da hoch zum Auto. Ja. Oh, hier, guck mal, das Deutsche Rote Kreuz hat sich da auf die Ecke raufgestellt. Hier, ne? Denkt an eure Insektenstiche. Ja, und so weiter. Da könnt ihr sie verarzten lassen. Ja. Und hier haben wir ja diese, letztes Jahr diese Riesenscheibe, die hochgezogen wurde und dann fallen gelassen. Ja. Das ist wohl dieses Jahr was anderes. Meinst du? Ja, weiß ich nicht. Hm. Noch ist es verpackt. Ja. Das teuerste Bier der Welt gibt es auf Dubai, ne? War das nicht so? Hat man es nicht gerade gehört? Ja, irgendwas mit 10 Euro war 10 das? 10 Euro halber Liter. Ja, ich glaube. Also seid ihr doch gut aufgehoben. Naja, das der Welt weiß ich nicht, aber. 10 Euro für eine. Na gut, beim Fußball waren es ja jetzt, hätten sie ja gesagt, 7. Und hier war doch letztes Jahr ein Kettenkarussell. Genau. Aber das haben sie ja dann verkauft. Na, das heißt ja nicht, dass sie jetzt, wenn sie es verkauft haben, gar nichts mehr machen. Nein, dann haben die sich was anderes gekauft. Ja. Schmalzkuchen. Darf auch nicht fehlen. Nee, Schützenfest ohne Schmalzkuchen geht nicht. Ja. Hallo. So, was macht hier das Festzelt? Das sieht auch schon so ziemlich fertig aus.
Wir dürfen bestimmt mal gucken. Das sieht nicht so aus, als würden wir jetzt hier jemanden im Weg stehen. Was? Das fühlt sich doch gleich super an. Ja, riecht so ein bisschen nach es Holz. Es riecht schon nach Holz, aber irgendwo ist auch schon Süßi. Guck mal hier, das ist hier es so ein riecht schon, so rund schon hier. Das von sieht Süßi auch in der Luft. Hallo? Hallo. Guck, und die Kinder werden gleich mit Hallo? Ins Geschäft genommen. Das ist auch wichtig, dass man die Kinder, wenn sie noch ganz klein sind, gleich mit ins Geschäft reinnimmt. Ah, ist am Hämmern da der Kleine? Ja. Nee, am Streichen sind die beiden. Ja. Genau richtig. Ja. Die müssen ja ins Geschäft reinwachsen. Schön und sehr viel Platz. Hier kann man auch draußen gut regengeschützt sitzen. So, Churros. Casa de Churros. Was ist das? Ja, Haus von Churros. Und Churros ist da diese spanische Süßigkeit. Aha. Ich habe das noch nie gegessen. Für mich sieht es aus wie Mürbeteig. Und das kommt dann, glaube ich, mit so einer Presse direkt ins heiße Öl rein. Oh, hübsch. Oh, das ist schön hier. Ja. Über so eine Brücke rüber. Mhm. So. Herzallerliebst ist das. So. Fotos und Kasse. Genau. Hawaii-Slush. Ja, das war ja letztes Jahr auch an der Stelle. Da kann man sich selber so ein Drink zusammen mixen, zapfen. Da habe ich doch meinen Drink her gehabt. Wilde Maus. Achterbahn. Ja, da war letztes Jahr hier an der Stelle ja diese Wildwasserbahn. Hallo. Aha. Fotos, da werden sogar Fotos von dir gemacht. Also irgendwo, ich glaube da oben. Kann das sein? Wenn du da oben bist, naja, irgendwo und du fährst runter und du dir steht die Panik im Gesicht geschrieben, genau, dann wird dann wird ein Foto von dir gemacht. Genau, ja, da wird die und dann kannst du vorne entscheiden, ob du das Foto gerne haben möchtest. Hm. Ah. Na, das wird alles noch voll werden. Das ist jedes Jahr das Gleiche. Die nehmen noch andere. Die sind auch auf anderen Festen wahrscheinlich. Andere Volksfeste mit, genau. Und dann geht's wieder Rabotti, alles zusammen und das dann wieder ist auspacken. So hammerhart. Also wer das nicht selber mal gemacht hat, der weiß gar nicht, was das für eine, wie anstrengend das ist. Ja, da sind wir wieder am Anfang. Ja. Ja, dann sehen wir uns die Tage. Genau. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.